Eine Frage, die ich schon die ganze Zeit rausgesucht habe, die habe ich dir nämlich schon persönlich gestellt. Nee, die ist hier. Die hast du mir auch schon beantwortet, aber das würde ich gerne vielleicht hier nochmal aufgreifen, das Thema. Und Ja, zwar okay. geht ja gerade durch aller Munde die Dokumentationsreihe, nee, die Doku auf Netflix, Seaspiracy. Genau, die habe ich mir angeguckt, ich habe die auch online geteilt, ging auch ein bisschen gerade rum und verschiedene Leute haben es geteilt, dies, das, krass. Und du hattest, oder generell sind auch so ein paar Sachen drin, wo man sagt, vielleicht nicht ganz so richtig, generell gut. Einfach vielleicht nochmal deine Meinung oder deine Punkte, die dir gerade dazu einfallen. Okay, also Seaspiracy. Ich habe es mir angeguckt auf dem Weg zur Expedition, Stimmt. weil der Fritz sagte, guck sie doch mal, ich will wissen, was du dazu Ja. sagst. Zwiegespalten. So 50-50, eher so Mittel. Das kennt ihr von mir schon, weil. Das ist so die 50-50 Mittel, kenne ich schon. Ja, eher so Mittel finde ich das. Nein, pass auf. Also, erstens, die haben mein Material geklaut, die Schweine. So, ich habe nämlich Pottwale gefilmt und da war ich der Einzige in Texel, als die gestrandet sind 2016. Und der Opener ist gleich meine Pottwal-Strandungsbilder. Ich so, Und dann steht da auch noch England. Also geklaut und auch noch falsch beschriftet. Scheiß drauf, okay. Aber es sind ein paar wissenschaftliche Fakten da drin, nicht korrekt. Die sagen zum Beispiel, bis zum Jahr 2048 wird das Meer leer sein. Da gab es ein Paper, das ist längst widerlegt. Das Meer wird nicht leer sein. Es wird Regionen geben, da gibt es bestimmt mal keine Fische mehr, okay. Aber das Meer kannst du gar nicht richtig leer fischen. Da müsste man in anderen Dimensionen denken. Da wird gesagt, der größte Faktor fürs Schildkrötenaussterben sei Fischerei. Völliger Quatsch. Es ist so ein Wirrwarr aus Informationen. Man springt von einem Thema zum anderen, von Delfinen zu den Haien, von Überfischung zu dem. Das passt mir nicht richtig. Und das Dumme an Fakten, wenn die nicht richtig sind, ist, du machst dich angreifbar. Denn die Fischereiindustrie sitzt ja da und lauert nur, um zu sagen, guck mal, nee, also wenn das nicht stimmt, wie soll denn dann die ganze Doku Ja, stimmen? klar. Das heißt, du musst dein Shit echt richtig perfekt recherchiert haben, du musst die neuesten Paper, du musst wissenschaftlich am Zahn der Zeit sitzen und wenn du da irgendeinen Quark erzählst, kann ja jeder kommen und sagen, guck mal, stimmt halt nicht, ist nicht so, dann machst du dich angreifbar. Das finde ich schade, weil der Filmemacher, der ist sehr jung, er ist kein Biologe, das heißt, da fehlt so ein bisschen Hintergrund, um so einen Film zu machen. Warum er sich ja die ganzen Experten reingeholt hat Ja, und interviewt hat. Und stimmt. daraus wird er auch seine Informationen ziehen, denke ich mal. Ja, und auch die Experten haben leider hier und da echt Quark erzählt. Und wo ich denke, und davon kenne ich auch einige und dachte, oh, das stimmt halt gerade leider nicht. Aber, und das muss man einfach sagen, manchmal heiligt der Zweck so ein bisschen die Mittel, denn es kommt drüber, es steht schlecht ums Meer, da draußen geht ein Haufen Shit ab. Guck mal, bam, bam, Haie, Delfine, Überfischung und. Leute, wir müssen etwas tun. Aber, und das ist die Gesamtaussage des Films, ist, esst keinen Fisch mehr. Das ist die einzige Lösung. Lasst das Meer in Ruhe, esst keinen Fisch mehr. Jetzt muss man hierzu sagen, das ist eine extrem weiße, privilegierte Sichtweise. Fritz und ich, ihr alle, die hier zuguckt, wir können sagen, okay, wir verzichten auf Fisch, weil das ist für uns Luxus. Ne, wir müssen keinen Fisch essen. So, das ist für uns ein Luxusprodukt. Es gibt aber auf der Welt, und jetzt war ich gerade wieder in so einem Land, 1,5 Milliarden Menschen, die müssen Fisch essen, das ist deren primäre Proteinquelle. Die haben nicht Ziegen oder die haben keinen Supermarkt, die haben keinen Strom, die leben vom Meer. Die können nicht sagen, okay, wir verzichten auf Fisch und wir haben mit dem Meer nichts mehr zu tun. Das ist also, die Sichtweise passt mir nicht. Das ist so ein bisschen, die ist sehr. Ja, genau. Würde ich mal kurz reingrätschen, Ja. einfach als jemand, der das gesehen hat und keine Ahnung von dem Thema hat. Für mich kam es auch rüber, von mir, ich esse keinen Fisch mehr, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass gesagt wird, liebe Menschen auf der ganzen Welt, esst keinen Fisch mehr, sondern eher, liebe Zuschauer, esst keinen Fisch mehr. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wer ist denn der Zuschauer, der Eher das wir, sieht? ja. Jemand, der, keine Ahnung, kenne ich sie aus irgendwo in Afrika, also gucken die diese Doku? Ich glaube nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass damit schon auch die Leute angesprochen sind, die es halt betrifft, die in einer, was ich, das ist wieder ein Wort bei einer normalen Welt, aber irgendwo Doch, ja. in Europa, Okay. in einem gut situierten Land sind, im Supermarkt nochmal einkaufen und sonst was. So. Dann Message bei ihm So richtig ist es bei mir angekommen. angekommen. Ja. Und nicht im Sinne von, ah, alle, die Fisch essen, sind scheiße und so. Das Okay, nicht, nein. dann ist es richtig angekommen. Aber, Aber mir war ja. es, mir hat der rote Faden gefehlt, es Ja. war mir so ein bisschen Wirrwarr aus Themen, die nicht richtig zusammengepasst haben. Das ist jetzt so eine sehr, sehr kritische Ja, filmemacherische ja. Sicht. Ich glaube, das hätte man da dahingehend so ein bisschen besser machen können. Aber grundsätzlich einige gute Infos, Zweck heiligt die Mittel, weil viele Leute sagen, ach du Scheiße. Und das ist das Wichtigste. Ich wollte gerade sagen, also ich finde die Message, die Ja. rüberkommt, Ja. kommt gut rüber. So. Und Ja. ich sage es auch ganz ehrlich, ich fand es schon geil gemacht.
Es war eine Thriller-Doku. Ja, also. Wie das da abging mit Polizei hinterher und überwacht und dies, das und sonst was für Aufnahmen. Ne? Weiß natürlich immer nie 100%, wie krank war das jetzt. Oder auch mit wir holen uns Stiftkameras und gehen da rein in die Märkte über diese Eifelschlossen und so. Mhm. Ich saß davor und dachte so, ach du Scheiße, ist das krass. Ist das krass. Ich fand es auch irgendwie erschütternd, aber auch geil so im Sinne von, okay, da geht jetzt richtig was ab, da deckt jemand auf. Ja, es ist natürlich nicht so, wir haben jetzt hier so einen wissenschaftlichen Beitrag vorbereitet und wir gehen jetzt so 100% da rein. Nein. Also ich glaube, dass so wie es da gemacht hat, wird halt krass die breite Masse anspricht. Es vielleicht in vielen Punkten ja nicht ganz so stimmt, die Jahreszeiten nicht da stimmen, die Art vielleicht gar nicht so da schlimm ist, aber wie du es auch schon gesagt hast, ich glaube, die gesamte Message, die kommt rüber. Also alle, erstmal, 95% der Leute, die es gesehen haben, finden es gut und die anderen 5%, die es total zerreißen, sind alles Wissenschaftler und Biologen, die sagen, absolute Grütze, geht gar nicht und das hat die Doku falsch gemacht und das haben sie da verpasst. Aber guckt es euch an, es gibt euch einen guten Überblick, jetzt gerade mit diesen Hintergrundinfos, was da draußen so los ist. Und ich war an all diesen Orten, die ihr da seht, war ich auch schon und kann sagen, das ist so. Warst du in Japan da an diesem komischen... An der Bucht? Da habe ich nur die Doku dazu gesehen, The Cove. Mhm. Guckt euch die mal an, das könnt ihr euch aufschreiben, The Cove. Mhm. Taiji, wo die Delfine, Delfine abgeschlachtet werden. Das ist der einzige Ort aus dieser Doku, wo ich noch nicht war. Ja. Aber ich kenne Rick O'Berry, ich kenne die ganzen Leute, die dort waren. Genau, und dann gab es auch diesen einen anderen Spot, wo die mit diesen Motorbooten diese ganzen... Faroe-Inseln? Ja, Die Grindwale oder Pilotwale, da war ich schon. Mhm. Unglaublich beschissen. Und ich habe auf den Faroe-Inseln auch mit den Menschen gesprochen, die die Grindwale jagen. Aber die machen das ja zum Essen. Ja. Weil das würde mich interessieren, weil diese Szene habe ich, du siehst erst, was da abgeht. So, die treiben die rein, bam, dann sind die ran. Und dann gehen die hin und es sieht wirklich brutal. Es wird alles abgeschlachtet, was da ist. Mhm. Und danach kommt im Interview einer dieser dort lebenden Fische und sonst was. Und erst bist du, aus meiner Sicht war so, Alter, krass, was geht da? Mhm. So, und dann saß er da und meinte quasi so von wegen, es ist halt, es ist ein Lebewesen, aber die Leute, die eine Kuh essen oder ein Schwein essen, das ist nichts anderes. Und wir holen uns das quasi aus einem natürlichen Lebensraum und das wird nicht irgendwo aufgezogen und lebt die ganze Zeit irgendwie im Käfig und sonst was. Und da dachte ich mir so, ist das nicht irgendwie noch mit die nachhaltigste Sache, wenn du das essen willst, auch wenn es völlig krank und brutal aussieht. Aber wenn du dir mal einen Löwen anguckst oder einen Leopard oder Hyäne, wenn die jagen und darauf und zerfetzen, da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, dass das schön aussieht. Das ist auch völlig brutal. Okay. Agreed. 100%. Ja. Es ist ein Wal, der ist nicht vom Aussterben bedroht. Der Pilotwal, der dort gefangen wird, werden auch andere Wale gefangen. Aber überwiegend ist es der Pilot- oder Grindwal. Diese ganze Aktion heißt auch Grind. Und der Haken, mit dem das gemacht wird, der heißt auch Grind. Das ist ein großer Metallhaken mit einem Griff dran und einer Leine. Mhm. Und man müsst euch das so vorstellen, auf den Faroe-Inseln gibt es ein Gesetz, auch wenn du als Tourist da bist, wenn Fritz jetzt da ein YouTube-Video machen würde und er sieht irgendwo Grindwale am Horizont, müsste er Bescheid sagen, Leute, das sind Grindwale, wenn du es nicht machst, kommst du ins Gefängnis. Ob das Gesetz jetzt umgesetzt wird oder nicht, ist eine andere Frage. Ne? Sicherlich nicht. Aber sobald irgendwo diese Wale gesehen werden, die da vorbeischwimmen auf den Faroe-Inseln, gehören übrigens zu Dänemark, also auch Europa, fahren Speedboote raus, scheuchen die ganzen Wale in einer Hetzjagd in verschiedene Buchten. Es gibt nicht nur eine, es gibt mehrere. Mhm. Und dann sprinten alle Leute, ob Zahnarzt, ob Krankenpfleger, wer auch immer, sprinten ins Wasser, weil die Wale beachen, das heißt, die stranden dann, hauen diesen Haken in das Blasloch der Wale und dann werden die rausgezogen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese Walart, bei der die das machen, der Grindwal, ist der sozialste Wal von allen. Das heißt, die leben in großen Familienverbänden, 10 bis 100 Tiere. Ein Kalb bleibt ein Leben lang bei seiner Mutter, wenn es männlich ist. Viele schwangere Tiere dabei. Die werden stundenlang gehetzt, wo die schon ans Äußerste gehen, wo die alle zusammenschwimmen im Pott. Dabei ertrinken schon einige Tiere einfach aus der Krassheit der Jagd. Ja. Dann werden die an Land getrieben, wo die unfassbar krass Angst haben. Ihr müsst euch vorstellen, diese Wale haben im Gehirn, genau wie wir, Spindelzellen. Die heißen Spindelzellen, weil sie so spindelförmig aufgebaut sind. Die sind bei uns für Emotionen verantwortlich. Liebe, Freundschaft, Hass, Furcht, Empathie, alles, was wir empfinden. Die Wale haben 4-mal so viel wie wir. Das heißt, die haben 4-mal so viel Angst, 4-mal so viel Liebe, 4-mal so viel Bindung an ihren Partner. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein schwangeres Weibchen mit ihrer Tochter, Haken ins Blasloch, wird rausgezogen.
dann kommt ein 14-Jähriger, für den das das Männlichkeitssymbol ist bei den Faroe-Inseln, und der muss das mit einem Schlachtermesser ein 3-Tonnen schweres Tier töten, was er vorher noch nie gemacht hat. Ja, die haben ja alle dann hinten diesen Cut im Nacken. Dann wird da rumgesäbelt und ihr merkt, das schwangere Weibchen wird da umgebracht und blutet aus. Und das Kalb daneben, halb erstickend im Blut ihrer Mutter, muss sich das Ganze reinziehen. Es wird geschrien, die kommunizieren untereinander, Motorbootlärm, Leute hacken. Es ist unfassbar brutal. Es ist also nicht wie in Deutschland. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass alle Kühe vernünftig getötet werden oder Geflügel. Meine Schwester ist Tierärztin, die erzählt mir Sachen, da fallt ihr vom Glauben ab. Da würde keiner mehr Fleisch essen, wenn ihr das wüsstet. Wie die Tiere behandelt werden, wie sie getötet werden, was da passiert, ist für mich inakzeptabel. Und jetzt kommt der entscheidendste Punkt für mich, warum es sinnlos ist. Die Faringer machen das aus einem Traditionsglauben. Die Wikinger haben das dahin gebracht. Wir machen das schon immer. Keiner muss es machen. Es ist nicht notwendig. Sie haben ja auch Kühe, Schweine, andere Tiere. Sie haben Salat, sie haben Supermärkte. Niemand muss dort mehr Walfleisch essen. Es ist so ein bisschen... Ich habe ja mit den Leuten dort gesprochen. Ich war auf den Faroe-Inseln mehrmals. Es ist so ein bisschen Rebellion gegen, erzählt uns gar nichts. Wir haben das schon immer gemacht. Wir sind die starken Wikinger-Männer. Du siehst da keine Frau, die Wale abschlachten übrigens. Ne? Nur mal so. Das machen alles Männer, die so aussehen wie Fritz. Frauen führen auch keine Kriege. Nein, Frauen führen in den seltensten Fällen Kriege. Also es ist so ein bisschen... Das vielleicht eher, also ja. Beziehungskriege. Okay, also es geht ja dann quasi nicht wirklich um den Fakt des... Also, weil wenn du jetzt sagst, okay, wir haben den Wal, der da ist, oder wir haben die Kuh. Ja. Du sagst, sie ist nicht bedroht, die Kuh macht eigentlich... Ja. Eigentlich, worum es eigentlich geht, ist die Art und Weise, wie. Geht. Für mich ist inakzeptabel, weil diese Tiere viel, viel mehr leiden als wir. Und wie es dann gemacht wird, es wird ja nicht ein Schuss und das Tier ist tot, sondern es ist ein unglaublich stundenlanger Leidenskampf. Ultra brutal, aus Sinnlosigkeit, aus Tradition, weil sie eben sagen, das haben wir schon immer so gemacht und von euch Westlern lassen wir uns gar nichts sagen. Und es ist ein Verstoß gegen international geltendes Recht. Seit 1986 gibt es ein internationales Walfangmoratorium. Ja. Niemand darf Wale oder Delfine töten. Punkt. Gesetz. Weltweit? Weltweit. Aber die machen es ja, aber es juckt keinen. Es juckt keinen. Nein, wer soll denn kommen? Die Europapolizei, die europäische Wahlpolizei, die sagt, Moment mal, liebe Fahrer, ihr zahlt 1000 Euro. Ich weiß, wer kommen könnte. Wer könnte kommen? Ja, wen meine ich jetzt? Ich weiß nicht. Sea Shepherd. Zum Beispiel. Und die machen das auch. Die intervenieren, die versuchen, da dazwischen zu fahren, die versuchen, sich zwischen die Pots aus Walen und die Speedboote zu stellen. Das sind für mich die einzigen richtig echten Meeresschützer, wenn es um sowas geht, um Wale zu beschützen, weil die sind diejenigen, die sagen... Wir fahren dazwischen. Und übrigens, wenn ihr bei Sea Shepherd mitmachen wollt, nur mal so, ich habe da schon mitgemacht, wird euch die Frage gestellt. Kurz reingrätschen als Empfehlung, geht bei Robert auf Instagram rauf, guckt die Highlights durch, da gibt es drei Highlights zu Sea Shepherd. Geht gefühlt eine Stunde, wenn du dir alle anguckst. Ich habe mir alle reingezogen. Also es ist wirklich, es ist einfach eine fucking Mini-Dokumentation. Aber in den Highlights, und die versumpfen da eigentlich schade vor sich hin. So. Das hast du schon mal gesagt, damit müsste man noch mal was machen. Ey, ohne Scheiße. So, und dann ich hatte Ausfall. Ich so, Robert, aber wo ist irgendwie ein YouTube-Video dazu oder wo ist das so? Ich habe das in meinen Highlights auf Instagram. Ich denke mir so, das ist so schade, weil dieser Content so da verloren geht. Aber können wir da nicht auch... Gefühlt könntest du diese Instagram-Stories aneinander schneiden und als YouTube-Video hochladen. So aber extra. Können wir das nicht machen? Können wir da nicht... Hochkant, klar, würde schon gehen. Aber das ist halt, also ohne Scheiß, als ich diese drei Story-Highlights gesehen habe, dachte ich mir so, Alter, das vergammelt hier so. Ja, du wischst so ewig zur Seite in diesen Highlights, wo eh schon kaum wer reinguckt. Und dann gucke ich das so durch und denke so, holy shit, warum ist vergammelt das hier? So, weißt du? Also ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, wo wir gemeinsam mal dran arbeiten müssen in Zukunft, ist dieser Punkt... Kranker Scheiß, aber der darf da halt auch nicht irgendwo dann versumpfen oder vergammeln. Ja. So eine 5 Jahres Doku, die irgendwo auf der Platte hängt, ich drehe durch. Ich weiß. So. Also wir machen einen Deal. Ich bringe dir die ganzen Tauchen und Haie und sowas und du mir die anderen. So. Ich hau den Scheiß raus direkt. Ja, wir machen das, versprochen. Wir werden jetzt vielleicht einiges machen. So, aber um nochmal das Ende für diese Geschichte. Sea Shepherd stellt sich dagegen und sagt, du musst bereit sein, für diese Tiere, die du schützen willst, dein Leben zu geben. Ja, Punkt. Sonst bist du hier bei uns falsch. Ja. Überlegt euch das gut. Also ich habe viele, viele Menschen getroffen und mir schreiben auch immer wieder viele, Robert, ich will mit anpacken, ich will Wilderer ins Gefängnis bringen, ich will den Leuten auf die Fresse hauen, ich will Wale retten.
Also erstmal, ne, ich bin kein Mensch, der für Gewalt ist, sondern ganz im Gegenteil. Es ist nichts liegt mehr ferner, als Wilderer in die Fresse zu schlagen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, ob man jetzt im Nashorn das Horn absägt oder ob man ein illegaler Goldwäscher ist. Das ist immer noch ein Unterschied. Aber Gewalt ist in dem Fall keine Lösung. Da seid ihr nicht an der richtigen Stelle. Und die Bedingungen, unter denen man das macht, und ich war gerade wieder auf einem solchen Schiff und habe unter solchen Bedingungen gelebt, boah, das ist Komfortzone hier und das ist... Ja, glaube ich. Ganz weit da hinten. Mhm. Und dann muss man sich einfach im Klaren sein, ich könnte bei dieser Aktion hier sterben. Und das ist jetzt nicht einfach nur so gesagt. Also da hinten hängt eine kugelsichere Weste im Schrank und ich habe super viele Skills mir angeeignet, um eben nicht zu sterben. Mhm. Du kannst nicht als 22-Jähriger sagen, ich gehe jetzt mal auf ein Schiff, rette Wale. Denn wenn ihr auf so ein Schiff geht, und das muss euch auch klar sein, das ist jetzt wirklich Real Talk, ne? Ihr werdet nicht sofort ins Patrouillenboot gesteckt und macht nachts, boardet ihr illegale Fischer, sondern ihr macht 10 Jahre lang Küchendienst, Scheiße weg, ihr füllt die Tauchflaschen, ihr blast ein Boot auf und ihr macht Essen für die Jungs, die nachts um 3 rausfahren. Ja. Also man muss auch sehr, sehr realistisch sein. Und wenn euch irgendjemand verspricht auf der Welt, kommt bitte hier nach Afrika, da könnt ihr Geparden streicheln und das ist was Gutes, dann ist es... Quatsch. Das schreibe ich auch in meinem Buch, Leute. Wenn irgendetwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr. Ganz einfach. Sondern man muss sich auch dieses Volunteering, ob das jetzt bei Sea Shepherd ist oder bei Pete Bethune bei Earthrace, das muss man sich extrem erarbeiten. Und ist nicht einfach. Das braucht viele, viele Jahre und du kannst nicht einfach hingehen und sagen, jetzt geht's los. Da kann man eher in Deutschland anderweitig helfen. In der Jugendgruppe vom NABU, Greenpeace oder was auch immer. Also da gibt es andere mannigfaltige Möglichkeiten, um zu sagen, ey, ich unterstütze jetzt erstmal in Deutschland, ich fange mal langsam an, ich erarbeite mir ein paar Skills, ich lerne meine Drohne fliegen, ja. Ich mache mal einen Tauchschein. Also ich habe ja auch nicht so angefangen, sondern ich habe mir verschiedene Sachen aufgebaut und erst dann wurde ich quasi nützlich. Also mir kam gerade noch so ein anderer Gedanke in den Sinn bei diesem Thema, ich möchte irgendwie helfen oder möchte was machen. So fallen mir 3 Sachen ein. Ja. Eine Sache hatten wir gerade, selbst aktiv irgendwo... Ja. Quasi helfen, sei es wie so, NABU, Sea Shepherd, whatever. So, ne? Dann hast du den Punkt, wo du sagst, okay, man könnte halt über die richtigen Spenden, also den richtigen Leuten monetär quasi unterstützen, ja. Weil so ein Boot von Sea Shepherd ne, bezahlt man von alleine ab. Ausnahmslos Spenden, ja. Schlechteste Kategorie, katastrophaler Zustand und das ist, die können sich gerade so über Wasser halten, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Geld, was sie kriegen. Da verdient ja keiner Geld, ihr kriegt auch kein Geld. Ihr müsst alles selber bezahlen und noch bezahlen. Ja, klar. 2.500 Euro im Monat, um da mitmachen zu dürfen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist also, helfen kostet auch noch Geld. Und dann, man kriegt aber auch was dafür. Ja. Die Erfahrung, die Skills, die du dir da arbeiten kannst. Und Abenteuer. Wenn du gut, Abenteuer. Und wenn du gut bist, dann wirst du auch entsprechend eingesetzt. So. Und Punkt 3, der mir halt eingefallen ist, und das ist ja, wo ich jetzt die letzten Wochen stark dran gearbeitet habe, ist, seinen eigenen Konsum und sein eigenes Verhalten zu hinterfragen. Ja? Weil das ist ja genau der Punkt, wenn du sagst so, ey, ich will rausgehen mit Zielschirm, bam, Wal retten und denkst dir so, ja, aber du ziehst dir hier gerade irgendwie die Thunfischdose rein. Und, also, ist jetzt ganz fiktives Beispiel, aber das ist ja in so, so vielen Bereichen, wo man sagt, ey, ehe du damit anfängst, bring dich erstmal, und da arbeite ich seit Wochen schon dran, erstmal auf ein Level, wo du sagst, okay, das ist offenbar besser als vorher, ist es immer noch ausbaufähig, ist es immer noch lange nicht perfekt, werde ich auch nie ankommen, aber ich habe schon was getan und ne, Step für Step, so, das ist, weil und dieses auf hier, das ist so dieses Superheld-Ding vorne Wale retten und wenn alles nein. Machen würden, das ist fast wieder schon so ein bisschen, wie du gesagt, so ein Ego-Geficke, weil du sagst so, ich will der geile Held sein, ich will der Typ, der draußen auf der Patrouille ist, so. Ja. Natürlich ist das ein cooles Wunschbild, aber eigentlich auch nicht die Realität. Nein. Und ist der falsche Ansatzpunkt, wenn man wirklich was machen will. Und ihr seht hier, ihr seht das bei Fritz in der Entwicklung perfekt. Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Natur- und Tierschutz ist eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Und die hat er getroffen. Und das finde ich richtig, richtig geil. Die könnt ihr auch treffen. In welche Richtung die ist, ist ja völlig Latte. Aber sich zu verbessern und so eine nachhaltigere Richtung einzuschlagen, ist einfach clever. Das war auch gerade ein schönes Wort, fand ich. Sich zu verbessern. Ja. Im Sinne von Stand jetzt und ich will besser werden. Es ist ne, wieder nicht dieses ab jetzt, ich bin Naturschützer, ich bin 100% Umwelt. Nein, nein, sondern Step für Step und bei jedem kleinen Gedanke, jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe, sage, nehme ich das, was mache ich hier? Und verbessern, also etwas besser machen als vorher. Und nicht, ich verkaufe alles und das und ich fahre kein Auto mehr und das ist Quatsch. Das geht gar nicht. Nein, das ist ja totaler Quatsch.